Sag ich doch, geht doch. Man muss nicht immer kämpfen. Wenn du wirklich die Ruinen verlassen möchtest, werde ich dich nicht aufhalten. Aber wenn du gehst, dann komme bitte nicht zurück. Ich hoffe, du verstehst das. Oh. Eine Abschiedsumarmung. Lebe wohl, mein Kind. Wir gehen. Wir kommen nicht wieder zurück. Wir verlassen die Ruinen. Clever. Sehr clever. Denkst wohl, du bist besonders klug, oder nicht? In dieser Welt gibt es nur Töten oder getötet werden. Du hast es also geschafft, nach den Regeln zu spielen. Du hast das Leben einer einzelnen Person verschont. Hehehe. Ich wette, du fühlst dich großartig. Diesmal hast du niemanden getötet. Doch was wirst du machen, wenn dir ein eiskalter Mörder begegnet? Du wirst sterben und sterben und wieder sterben, bis du schließlich ermüdest. Was machst du dann? Tötest du das Frustration? Oder wirst du diese Welt aufgeben und mir die Macht der Kontrolle überlassen? Ich bin der Prinz für die Zukunft dieser Welt. Keine Sorge, kleiner Herrscher, mein Ziel ist kein Königsmord. Das macht das Ganze so viel interessanter. Mist. Der Deutsche Batch von Toby Fox. So, na dann können wir mal weitermachen. Im Busch ist eine versteckte Kamera. Damit willkommen zurück zu Busch TV. Okay, gehen wir mal hier entlang. Ein Ast, ein harter Ast, ist zu schwer, um mitnehmen zu können. Okay. Was hat denn da geklappt? Was war das? Hat sich doch was bewegt. Hallo da. Mensch. Weißt du nicht, dass man Fremde grüßt? Ah, ich glaube, ich weiß, dass den will ich nur ein bisschen anders sprechen. Dreh dich um und schüttle meine Hand. Die gute Hans. Genau so. Doppelstrick mit dem Fußkissen in der Hand. Kommt immer gut an. Wie auch immer, du bist doch ein Mensch, nicht wahr? Das ist ja zu komisch. Mein Name ist Sans. Sans, das Skelett. Endlich soll ich hier nach Menschen Ausschau halten. Aber weißt du, ich habe wirklich keine Lust, irgendjemanden zu fangen. Aber mein Bruder, Papyrus, ist ein absoluter Menschenjagdfanatiker. Hey, wenn mich nicht anders täuscht, steht er dort drüben. Mir kommt eine Idee. Geh durch dieses Tor dort. Ja, geh einfach durch. Mein Bruder hat sich beim Abstand verschätzt.
Ja. Schnell, versteck dich hinter dieser gelegen platzierten Lampe, die genauso aussieht wie du. Was geht ab, Bruder? Du weißt genau, was abgeht, Bruder. Es ist 8 Tage her und du hast noch immer nicht dein Rätsel neu kalibriert. Du hängst nur außerhalb deines Postens herum. Was machst du überhaupt? Die Lampe anstarren, die ist wirklich cool. Willst du mal nachsehen? Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Was passiert, wenn ein Mensch hier vorbeikommt? Ich muss bereit sein. Ich möchte es schaffen. Ich muss es schaffen. Ich werde einen Menschen fangen. Dann werde ich ein großer Papyrus. Die Dinge kriegen, die ich mir so sehr wünsche. Respekt, Anerkennung. Ich werde endlich der Königsgarde beitreten können. Die Leute werden fragen, ob ich ihr Freund sein möchte. Ich werde jeden Morgen in Küssen baden. Vielleicht hilft dir diese Lampe. Sans, du bist mir keine Hilfe, du fauler Knochen. Du hängst nur herum und schindest Zeit. Du wirst jeden Tag fauler und fauler. Hey, entspann dich, ich habe heute wirklich sehr hart gearbeitet. Knochen, hart. Sans! Komm schon, du lächelst doch! Ach so, komm schon, du lächelst doch! Ja, und ich hasse es! Warum muss jemand Großartiges wie ich so viel für ein wenig Anerkennung schuften? Wow, klingt ja nach einem echten Knochenjob! Komm! Ich werde mich meinen Rätseln widmen, was ich dir für deine Arbeit rate. Zeig ein wenig mehr Rückgrat. Hey. Okay, du kannst jetzt rauskommen. Okay. Hallöchen. Ich bin Zwergi. Beziehungsweise Frisk, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das nochmal war. So ist es besser gehen. Er kommt bald zurück und falls er das tut, musst du dir noch mehr meiner tollen Witze anhören. Okay. Es scheint eine Art Kontrollpunkt oder Wachposten zu sein. Hier liegen Flaschen mit Ketchup, Senf und anderen Geschmäckern. Okay. Finde ich schön, dass das hier die Laterne so gut gepasst hat. Ja. Eine Laterne in Frisk-Form. Hey, warte. Ich will ja keine Umstände bereiten, aber weißt du, mein Bruder war in letzter Zeit nicht besonders gut drauf. Das sah noch nie zuvor einen Menschen, also könntest du ihm helfen? Keine Sorge, er ist nicht gefährlich. Selbst wenn er es versucht. Vielen Dank im Voraus, ich gehe schon mal vor. Oh, hier können wir speichern. Sehr schön. Die Wohlgeformtheit dieser Lampe erfüllt dich noch immer mit Entschlossenheit. Snowden. Es ist eine Kiste. Du kannst Items hineinlegen und herausnehmen. Die Kiste wird später wieder auftauchen, also musst du nicht zurückgehen. Mit freundlichen Grüßen einen Kistenfan. Okay, Kiste verwenden. Warum nicht? Plastikmesser hineinlegen. Und was haben wir eine Sekunde, was da war doch was in der Kiste? Ein Handschuh. Den nehmen wir mit. Können wir vielleicht irgendwo für gebrauchen. Oha, Snowdrake. Fliegt herbei. Können wir?
Dann können wir wahrscheinlich nichts. Ich schnee hinkrieg. Nein. Scherzen. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Haha, netter Versuch. Ja. Wir müssen ihn irgendwie. Verschon geht noch nicht. Lacht über Snowdricks Witz. Aha, lachen, Vater hatte Unrecht. Verschon, sehr schön. Okay, eine Angel. Es ist eine an dem Boden fixierte Angel. Möchtest du sie einholen? Am Haken ist nun das Foto eines komischen Monsters angebracht worden. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Beschließ dich nicht anzurufen. Okay. Na dann. Oh, hi. Also, was ich dir über an deinen erzählte. Sans, oh mein Gott, ist das ein Mensch? Naja, ich denke, das ist nur ein Stein. Oh. Hey, was ist denn vor dem Stein? Oh mein Gott! Ist das ein Mensch? Ja. Oh mein Gott! Sans, ich habe es endlich geschafft! An deinen Wunsch! Ich werde so! Bleibt! Mensch, du wirst dieses Gebiet nicht durchqueren! Ich, der große Papyrus, werde dich aufhalten! Dann werde ich dich fangen! Du wirst in die Hauptstadt gebracht. Und dann bin ich mir nicht sicher, was als nächstes passiert. Wie auch immer. Geh nur weiter, wenn du dich traust. Nun, das ist gut gegangen. Mach dir nichts draus, Kind. Ich halte meine Augenhöhlen offen. Zwei seltsame Burschen. Und das ist ein seltsames Ice Cap. Du ziehst Ice Cap, dass es einen tollen Hut hat. Ja, weiß ich doch, weiß doch jeder. Ich denke, das wird noch nicht gehen. Ich flieh mal lieber. Auf diesem Karton steht etwas geschrieben. Du suchst den gut gebauten Fachposten. Du bist, wer ihn gebaut haben könnte. Ich wette, es war dieses wirklich sehr berühmte Königswache. Notiz, nicht ganz so berühmte Königswache. In diesem Karton steht nur was geschrieben. Ja, das war mal schön durchgelesen. Ich dachte, wir können reingehen. In den Karton. Okay. Ein Schild. Keine Bewegung. Hat sich etwas bewegt? War das meine Einbildung? Ich kann nur Dinge sehen, die sich bewegen. Wenn sich etwas bewegt hat, zum Beispiel ein Mensch, stelle ich sicher, dass es sich nie wieder bewegt. Oh nein, du stellst dir den Weg.
Du kümmert sich zu sehr um deine Bewegung. Bewege dich nicht. Aha, okay. Du kann nichts finden. Streich das Dogo. Was? Ich wurde gestreichelt. Wie? Was? Was? Wo? Dogo wurde gestreichelt. Du streichst das Dogo. Woher kommt das? Bewegt mich nicht. Wo? Wie? Dogo wurde gestreichelt. Streichelst Dogo. Es hört einfach nicht auf. Wo? Was? Wie? Wo? Gewonnen, du bekommst nur X mit 30 Gold. Etwas streichelt mich. Etwas, was sich nicht bewegt. Ich brauche erstmal ein paar Hundeleckerli. Alles klar. Sie haben eventuell Hundeleckerli. Jemand hat Hundeleckerli geraucht. Okay. Hi, Sans. Hi, ich habe eine sehr wichtige Information für dich. Ein Bruder hat einen sehr speziellen Angriff. Wenn du einen Bruder angriffst, siehst, bewege dich einfach nicht. Ich verrate dir, wie du es dir am besten merkst. Stell dir ein Stoppschild vor. Du müsstest davor anhalten, richtig? Stoppschilder sind rot. Stell dir einfach ein blaues Stoppschild vor. Ja, Genius. Sans. Einfach nicht wahr? Wenn du kämpfst, denke an blaue Stoppschilder. Ja. Norden Eis, Süden Eis, Westen Eis, Osten Stadt Snowden. Und Eis. Okay. Kleiner Hund erscheint. Oh. Streicheln. Du hebst deine Hand und der kleine Hund ist begeistert. Hecheln. Kleiner Hund kläfft aufgeregt. Streicheln. Du stupst den Hund an. Er ist bereits total begeistert. Hecheln. Oh nein. Was hätte ich denn da tun sollen? Game over. Du wirst schon wieder. Wo war denn bitte der letzte Checkpoint? Hier. Okay. Ach hier, Abhütter. Ich flieh mal lieber. Das hatten wir schon. Und der hier nochmal. Dogo nochmal. Ja, kann ich bewegen. Dogo wird gestreichelt. Sehr schön. Hat jemand unter der Knie geraucht? Ja. Ja, war schon. Schneemann. Hallo, ich bin ein Schneemann. Ich möchte die Welt sehen, doch ich kann mich nicht bewegen. Wenn du so freundlich wärst, Reisender, dann bitte ich dich, nimm einen Teil von mir und trage ihn bei dir. Warum nicht? Danke, viel Glück. Du erhältst das Schneemann-Teil.
bringen wir dann nach dem Abenteuer wieder zurück. Schneemantel. Eine Handschuhe habe ich auch immer noch mit dabei. Sehr schön. Du bist so faul. Du hast die ganzen 8 ein Nickerchen gemacht. Ich denke, das nennt man schlafen. Ausreden, ausreden. Der Mensch ist angekommen. Um dich aufzuhalten, haben mein Bruder und ich ein Gerät erstellt. Ich denke, dieses wirst du ziemlich schockierend finden. Siehst du, das ist das unsichtbare elektrische Labyrinth. Wenn du die Wände des Labyrinths berührst, dann wird dir diese Kugel einen Stromschlag verpassen. Hört sich das nicht nach Spaß an? Denn der Spaß, den du haben wirst, wird eher klein sein, denke ich. Okay, du kannst jetzt weitergehen. Okay. Sans, was hast du getan? Ich denke, der Mensch muss die Kugel halten. Oh, in Ordnung. Ja. Halt das bitte. Okay, versuch es. Unglaublich, du schlauer Fuchs. Du hast es so einfach gelöst. Zu einfach. Wie auch immer. Das nächste Rätsel wird nicht mehr so einfach sein. Mein Bruder Sans hat es gebaut. Du wirst es sicherlich verwirrt. Du wirst sicherlich verwirrt sein. Ich bin es nämlich. Hallo. Hey, ich danke dir, mein Bruder scheint Spaß zu haben. Nebenbei bemerkt, hast du sein komisches Outfit gesehen? Wir haben es vor einigen Wochen für ein Kostümparty gebaut. Seitdem hat er nichts anderes getragen. Er nennt es seinen Kampfanzug. Oh Mann. Ist mein Bruder nicht cool? Okay. Und wer bist du? Ich verstehe nicht, warum es sich einfach nicht verkauft. Es ist das perfekte Wetter für etwas Kaltes. Oh, ein Kunde. Hallöchen. Möchtest du ein wenig Nice Cream? Nice Cream. Das kalte Vanille, das dein Herz erfreut. Jetzt nur 15 Gold. Warum nicht? Hier, bitteschön. Einen schönen Tag noch. Du isst Nice Cream. Ich sitze in meinem Winter. Sehr schön. Na gut, erzähl es deinem Freund von mir. Hier ist Eiscreme. Mitten im Wald. Okay, was haben wir hier? Kommen wir da nicht rüber? Ah, doch. Okay, mit dem Ball spielen. Sehr schön. Das war jetzt doch, oder? Ich dachte mir, ich könnte auch etwas verkaufen. Müsst du braten in Schnee? Nur 5 Gold. Sagte ich 5 Gold, ich meine 50 Gold. Wirklich? Wir kriegen 5000. Ich muss auch Rohmaterial irgendwie bezahlen. Schnee.
ist halt einfach Wasser. Oh nein. Du spielst der Ball. Muss man schneller schießen, damit er noch ins Loch kommt. Oh nein, das runter muss ins Runde. Oh nein, 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 verkack es. Mist. Mist, Mist, Mist. Schneederkeder, okay. Können wir den nicht nutzen? Sieht aus wie ein Schneeball. Tatsächlich ist das ein Schneederkeder. Okay. Schneedekade oder so. Und wir kriegen wir nicht rechtzeitig runter. So jedenfalls nicht. Schon irgendwie Motivation, das zu schaffen. Hurra. Geschafft. Violett, selbst als du dich eingesperrt gefühlt hast, du den dennoch nicht aufgegeben. Du hast 2G. Okay. Ich hoffe, du bist bereit für... Sans, wo ist das Rätsel? Es liegt sich nicht tot auf dem Boden. Vertrau mir, er wird es niemals bewältigen können. Monster-Kitzel suchen. Die Kinder können dir bei der Lösung helfen. Freie Monster zu dir zur Winter. Okay, was sollen wir machen? Sans, das hat gar nichts bewirkt. Ups, ich wusste, ich hatte lieber ein Kreuzworträtsel nehmen sollen. Was? Ein Kreuzworträtsel? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Meiner Meinung nach sind Kinderwutsuche am schwierigsten. Was ist das dein Ernst? Diese kinderleichte Spielerei? Das ist für Kleinkinder. Mensch, löse unsere Debatte. Was ist schwerer, Wurzel und Kreuzwort? Jetzt war es halt komisch. Kreuzworträtsel sind zu einfach. Es ist jedes Mal die gleiche Lösung. Ich fülle einfach alle Felder mit Z. Denn jedes Mal, wenn ich ein Kreuzworträtsel sehe, kann ich nur schnarchen. Aha. Papyrus. Er hat einen komischen Sinn für Schwierigkeit. Gestern hat er versucht, das Horoskop zu lösen. Okay. Oh, ein Speicherpunkt. Den sollten wir nutzen. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages einen Weg finden könnte, Spaghetti zu kochen, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Okay, was haben wir hier? Ist ein Notiz von Papyrus. Mensch, bitte genieße diese Spaghetti. Du weißt ja gar nicht, dass das eine Falle ist.
nur um dich zu ködern. Du wirst so mit dem Essen beschäftigt sein, dass du keinen Fortschritt erzielst. Er meint ausgetrickst vom großen Papyrus. Es ist eine ausgesteckte Mikrowelle. Alle Einstellungen zeigen Spaghetti. Okay. Es ist ein Teller mit gefrorenen Spaghetti. Er ist kalt und klebt am Tisch fest. Ja, okay. Wir speichern noch einmal. Jetzt macht das einen Sinn. So, und wenn wir hier schon mal am Safe Point sind, würde ich mal sagen, wenn euch noch einmal so gefallen haben auf YouTube, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Kommentare schreiben, auf Twitch vorbeischauen. Habt ihr noch einen angenehmen, fröstlichen Tag und ich würde sagen, wir lassen es an dieser Stelle. Auch für den Stream erstmal. Wir sind heute weit gekommen. Machen wir beim nächsten Mal einen Trick hier weiter. Also, ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.